alles gewässert und geputzt hier überall. Jetzt gehe ich noch einmal in den Pool und dann werde ich die Pumpe ausmachen. Es ist ja auch schon spät. Der ist immer noch nicht da, mein Sohn, ne? Sag's euch. Ihr müsst aber erstmal wieder an den Akku. Die haben das, glaube ich, auch noch nicht gemacht. Vielleicht machen wir das morgen. So, wo ist mein Akku hin? Da. Ich werde jetzt unten die Pumpe ausmachen. Ich da meine Schuhe hin. Hier. Im Pool. Hoffentlich war da Licht, Leute. Ich weiß auch nicht, ne? Sonst muss ich mit meinem Handy die Pumpe ausmachen. Es ist dunkel. Ich bin aus dem Pool raus. Wir haben, weiß ich nicht, anderthalb Stunden oder so im Pool verbracht. Es ist inzwischen dunkel. Und Katze war hier. Deswegen mache ich mal die Tür lieber zu, damit da die Katze nicht reingeht. Und Sohnemann ist noch im Pool. Aber ich mache ihn jetzt aus, weil ich glaube nicht, dass der noch lange drin bleiben wird. So. Einmal ausmachen hier. Mal Licht an, Moment. Auch ab und zu in den Pool rein. Das sind, glaube ich, gegen Antigrünstich oder so. So. Auch irgendwas da oben, Licht oder was? Wo ist die Katze hin? Mal gucken, ob die hier noch irgendwo rumkrubbelt. So, ne Mann ist immer noch nicht da, ne? Ich sag's euch. Wäsche muss ich auch noch aufhängen. Da habe ich jetzt allerdings überhaupt gar keine Lust zu. Na, Katzi-Maus, wo bist du hin? Hm? Keine Katze hier. Das ist übrigens unser Strommast. Richtig laut, ne? Manchmal ist er noch lauter. Letztes Jahr haben wir sogar angerufen, weil uns das unheimlich vorkam, dass der so laut war. So. Jetzt muss ich aber Wäsche aufhängen. Kein Bock. Kein Bock. Kein Bock. Da ist mein Wäschekorb hin. Der ist bestimmt noch draußen, ne? Kann das sein? Oh nee. Ist er noch draußen? Ja, natürlich. Muss ich da jetzt runter? Gibt ja alles nix. Überall gewässert, wie ihr seht. Oh, ich dachte Gott, das ist eine Schlange. So. So. Ich habe noch mehr Wäsche, aber die wasche ich morgen. Das Ding wieder hoch. Und dann gehen wir wieder raus, ne? Es riecht nach Grill. Irgendjemand grillt. Ui. So. Ich würde mal sagen, die Bettwäsche hänge ich hier hin auf. Dann könnt ihr mal vielleicht da stehen und zugucken. So,
ist wieder da. Ich glaube, die hat Hunger, ihr mal zu essen. Ich muss mal gucken. Ich hatte hier noch irgendwo so ein Schälchen vom Hund, der hier mal gelebt hat. Aber wo ist der hin? Hier nicht jedenfalls. Shit. Dann machen wir Folgendes. Ich werde eins von den Schalen nehmen hier, die ich hier hatte. Ah, hier ist der Salat drin. Das ist nicht gut. Dann nehmen wir mal das hier. Also jetzt gegessen werden, sonst gehen die nämlich kaputt. Das sind noch die Pieder von gestern. Und da war der Salat. Und hier werde ich denn der Katze das Futter reintun. So. Ich die Futterdose gefunden habe. Ich weiß nicht, wo die ist. Und da muss ich unbedingt Katzenfutter kaufen. Ich habe nämlich nicht mehr viel. So. Ist sie noch da? Das ist ja nicht mehr doll. Ich glaube, da waren die dran. Da war viel mehr drin. Ich habe die Dose ja hier liegen lassen. Da waren die bestimmt dran in der Nacht. So. Dann werde ich das einfach mal dahin stellen. So. Jetzt wäre ich ja fast die Treppe runtergefallen. Wasser hatte ich da schon hingestellt. Habe ich alles runtergeschmissen. Wasser habe ich vorhin hingestellt, frisches Wasser. Können die sich bedienen, ob ich das eigentlich hier hinstellen kann. Ich werde das mal irgendwann da hinten in das Gartengrundstück stellen und denen da auch ein Haus bauen. Und dann können die da nämlich auch schlafen. In Zukunft das hinter den Zaun machen, weil da ist alles Garten. Und dann werde ich da irgendwie so ein Haus bauen und dann können die da auch schlafen und immer Futter hinstellen. Ich glaube, das wäre gut. So sieht das hier aus. Hier hat mein Mann immer abends gesessen. Ich war nicht mehr da. Tja, was ist das, ne? Ich habe mir die Haare nicht gekämmt, aber mit Shampoo gewaschen. Kämme ich morgen, egal. Ich habe nämlich keine Spülung drauf gemacht heute. Ich wollte mal ausprobieren, wie das so aussieht morgen. Ohne Spülung. Sohnemann ist übrigens da. Der sitzt da hinten wieder bei laufendem Motor. Ne? Also ich muss den unbedingt da rausscheuchen jetzt. Ordentlich Verkehr. Jeden Abend. Und da ist auch ein Hund. Aber der gehört wahrscheinlich den Leuten.
sei doch mal ruhig jetzt, hat er gesagt. Sag mal. Das sind Deutsche. Tja, überall Deutsche. Hinten ist nämlich die Poolanlage von dem Ensemble, deswegen kommen da hinten auch Kinderstimmen. Ich weiß gar nicht, von welchem Grundstück der Hund überhaupt ist, weil die beiden, wo der bellt, da ist gar keiner. Das ist alles dunkel. Komisch. Die Müllleute, glaube ich. Die holen ja immer zweimal am Tag den Müll ab, einmal morgens und einmal abends, aber die sind jetzt schon ein bisschen spät dran, muss ich sagen. Ich werde mal da bei uns das Fenster zumachen bzw. das Licht ausmachen. Da hinten sind Deutsche. Die meckern den Hund an. Du musst du aber mal ruhig sein. Du bist ja eine ganz schöne Nervensäge. Gehe ich mal zum Sohn und schimpf den jetzt mal an. Hier mache ich mal Licht aus erstmal. Und das Pieder muss auch. Ah, Ich muss mir erstmal die Hände waschen. Ne? Ich hatte ja das Katzenfutter angefasst. Jetzt habe ich mir auch ins Gesicht gefasst, ich Idiot. Und dann muss das in den Kühlschrank. Den werde ich jetzt einmal anmeckern und Licht machen wir aus. Die Tür zu. So.
drehe euch mal um, dann habt ihr Licht. Hast du Klima an? Kein Klima, dann ist okay. Er sieht auch ganz zerschwitzt aus. Zerschwitzt. Verschwitzt. Ja, das Lorolo habe ich zugemacht. Was ist das denn da? Keine Ahnung. Will man auch nicht wissen. Er sitzt und er hat gesagt, er hat kein Klima an. Hat er nicht, sagt er. Aber das Licht hat er an. Ja, das verbraucht doch auch Benzin, oder nicht? Oh, nicht so viel. Nicht viel wahrscheinlich. So, ist der Hund ruhig jetzt? Mal gucken. Da jetzt ein Auto direkt vor unserer Tür, ja, weil der andere raus will. Die Deutschen sind weg, leider. Nee, die sind noch da. Jetzt weiß ich auch, warum mein Mann hier immer abends sitzt, weil es nicht so langweilig ist. Ne? Hier ist ordentlich was los. Hier können wir ordentlich gucken. Bellt der Hund wieder. Der Typ hier hat irgendwas geliefert. Irgendwas liefert der. Jetzt kommt er wieder zurück. Gehe ich mal weg, weil das sieht ja dann so aus, als würde ich den beobachten wollen. So, aber hier sitzt man wirklich gut. Ich könnte mir die eine Liege dahin schieben, dann kann man immer ein bisschen gucken. Das ist nicht so langweilig wie da hinten. Da sieht man ja nichts. Ne? Na, jetzt sind die Deutschen aber fertig. Machen sie nur. Ich glaube, die geben dem Hund Futter. Die gehen zu dem Hund. Ah, da ist der Hund. Ob der frei rumläuft, der läuft da rum. Der niemanden gehört. Kann sein, dass da niemanden gehört. Die bleiben jedenfalls beim Hund stehen. Jetzt gehen sie aber auch rein. Vielleicht gehört da niemanden und das ist ein Straßenhund. Das kann sein. Da ist die Katze wieder. Der hat dich ja das Futter hingestellt. Jetzt bellt der Hund wieder. Aber der ist auf der Straße, der Hund. Das scheint ein freilaufender Hund zu sein. Der Arme. Tja. Mal gucken, ob meine Tür hier unten auf ist, aber ich glaube, das ist abgeschlossen. Wenn die nämlich mal auf wäre, dann würde ich mal gucken gehen.
was der Hund da macht. Ich kann ja mal gucken. Ich glaube aber, dass es jetzt so ist. Ja, abgeschlossen. Das war so ein süßer, weißer, strumpeliger Hund. Da ist er. Moment. Da kommt er raus. Er guckt. Jetzt bellt er wieder. Da ist er. Vor den Autos. Seht ihr ihn? Da. Der scheint niemandem zu gehören. Bellen tut er aber ordentlich. Wo Hunger hat. Jetzt geht er weg. Hört wohl niemanden, ne? Wo Hunde bellen, wenn der liest, der Moscheemann. Ich weiß nicht, ob der jemanden gehört. Dem Hund mal was zu essen bringen. Mal gucken, ob ich hier so ein bisschen was zusammenmische, ob er überhaupt Hunger hat. Schauen wir mal, ich werde ein paar Nudeln reinmachen. Und erstmal gucken, ob der überhaupt Hunger hat. Nudeln und ein bisschen Pide. Mal gucken, ob er das frisst. Hier ist mit Hackfleisch. Armer Hund, ne? Bring ihm das mal. Mal gucken. Irgendwie mal die Schlüssel holen. Mal gucken, wo mein Schlüssel ist. So. Dann werde ich erstmal ausprobieren, ob er überhaupt Hunger hat, ob er überhaupt was essen will, weil vielleicht gehört da ja jemanden. Hier mache ich mal Licht aus. Ich muss aber natürlich vorsichtig sein, mit so wilden Hunden ist nicht zu spaßen. Ich
werde ihm das mal von weitem hinstellen. So, vor türkischen Hunden habe ich schon Respekt, so ist es nicht, ne? Habe ich hier den Schlüssel? Das Oma sieht ja wieder nichts hier. Das ist er nicht. Das auch nicht. Ja, ist ja gut, ich komme ja. Das ist er. Geht aber nicht auf. Warum nicht? Vor der Tür. Da ist der Hund. Gut. Ja. Ich lieber weg. Da, hier kannst du essen. Hier. Hier. Och, Babymaus. Ja. Ja, ich habe meine Pflicht getan. Ich hoffe, er ist. Der arme Hund. Das ist ein süßer. Ja. Ich glaube, den haben sie ausgesetzt. Meint ihr nicht? Mal gucken. Finde ich, ist da was. Wenn das ist, würde ich mich freuen. Aber ne, er steht immer noch. Er steht da immer noch. Ich hatte das ja vors Auto gelegt. Na, er traut sich nicht. Ich glaube, er würde gerne. Er traut sich nicht. Vielleicht gehört er auch zum Haus. Er geht nicht hin. Hat sich da hingelegt. Hat sich vor das Haus gelegt. Als würde er da zu dem Haus gehören, ne? Ach Mensch. Armer Hund. Ja. Ja. Komisch. Tja. Die Leute da hinten, die da die Autotür aufgemacht haben, als die aus dem Haus gekommen sind, hat der kleine Hund sich wie verrückt gefreut und die haben ihn gestreichelt. Ich dachte erst, er gehört denen, aber gehört denen wohl doch nicht. Wahrscheinlich kümmern die sich nur manchmal um ihn. Dachte erst, die nehmen ihn mit vielleicht, aber die gucken auch, gucken mal. Richtig gefreut und hochgesprungen ist an den beiden, aber ist er jetzt mit eingestiegen?
Wo geht der noch hin? Hat er ihn mit eingesteckt, den Hund? Der war doch da eben, oder nicht? Huch, was ist denn nun los? Meine Güte, hier ist aber was los. Waren die im Haus oder was? Er will mit dir, Deler? Hä? Waren die bei uns im Haus? Ja. Ja. Jetzt streiten die sich da hinten. Zwei, ja. Sind sie da hinten hin? Tja, ich weiß auch nicht, Leute. Haben sie den Hund mitgenommen oder nicht? Scheint so, ne? Dann gehört er denen doch wahrscheinlich. Na siehste. Das ist ja gut. Aber warum haben sie den denn dann draußen gelassen? Verstehe ich nicht. Tja. Naja, Hauptsache der arme Hund gehört jemandem. Ich habe mich aber auch schon gewundert, weil er hat ja nicht gefressen. Ne? Also wenn es ein Straßenhund gewesen wäre, hätte er sicher gefressen. Naja, dann ist ja gut. Jetzt hat das Hundegebell aufgehört. Die haben den Hund draußen gelassen. Und als sie runtergekommen sind, haben sie den mitgenommen und ins Auto steigen lassen. Er hat sich nämlich wie verrückt gefreut, als er die beiden gesehen hat. Das Problem ist aber, dass der oft heult, ne, da unten vor der Straße. Weiß der auch nicht. Der heult da richtig oft. Deswegen habe ich ja ihm was hingestellt. Er heult auch nachts oft. Und der bellt auch nachts. Der bellt die ganze Nacht manchmal. Deswegen habe ich ja gedacht, dass das ein Straßenhund sei oder dass sie ihn ausgesetzt haben oder so. Aber entweder hat er den gehört und sie haben ihn jetzt wieder eingesammelt und lassen ihn immer draußen rumlaufen, wenn sie nicht da sind. Oder sie haben Mitleid gehabt und bringen ihn jetzt irgendwo hin. Oder es war ihnen vielleicht so, er hat sich so gefreut. Bei mir war er ja erstmal auf Abstand. Ne? Zu mir wollte er ja nicht gleich. Er hat zwar mit dem Schwanz gewedelt, aber so richtig kommen wollte er ja auch nicht. Vielleicht haben sie ihn auch einfach nur eingesammelt und haben ihn mitgenommen, weil er sie genervt hat. Und lass setzen den woanders aus. Ich weiß es nicht. Naja, aber gefressen hat er auch nicht. Also Straßenhunde hätten gefressen. Und er sah auch sehr gepflegt aus. War jetzt kein... So ein Hund, wo ich sage, der lebt auf der Straße. Ne? Oh Mensch, hoffentlich hat das gut. Armes Tier. Tja. Ja, ja. Da habe ich das hingestellt. Echt? Hm. Du bist ein blinder Fisch. Die hat vielleicht keinen Hunger. Jetzt legt die sich da hin, guck mal. Oh mein Gott, die legt sich da hin wie so ein Fisch. Platt wie eine Flunder. Da fällst du doch runter, Mensch. Das sieht ja aus. Oh nee. Paschka, ja, da blama mischt er ja mehr. Das Wasser schmeckt voll eklig. Das Wasser schmeckt eklig, du sollst es doch nicht essen und trinken, Mann. Schmeckt das doch, weil er auf Lippen kommt. Hm. Weißt du? Ja. Ob die Katze auch im Pool geht? Wahrscheinlich nicht, ne? Wenn sie da reingeht, dann dürfen wir nicht mehr schwimmen. Nee, die Katzen mögen ja kein Wasser, glaube ich nicht. Noch einmal Traubensirup.
mit Joghurt zurecht gemacht und das werde ich jetzt noch mal essen und dann schlafen gehen. Meine Lieben, das soll es für heute bei mir wieder gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht, wann immer ihr schlafen geht, oder einen wunderschönen guten Tag, wann immer ihr das Video halt gesehen habt oder schaut. Das wird jetzt nochmal mein Abendbrot sein und dann geht es für mich ans Zähneputzen und ins Bett. Eine wunderschöne gute Nacht aus dem schönen Alanya.